stehe ich da auf dem Platz vor der Schule. Irgendwie total doof. Dann ist da so ein österreichischer Händler, total bekloppt, macht mich an und macht da den Dicken. Und dann kommt Uli Bree und bremst den dermaßen schön ein. Und ich kannte den ja überhaupt nicht, ne? Und habe mich vom ersten Moment an super mit Uli Bree verstanden. Deshalb bin ich auch wieder voll dabei bei dieser Idee Club of New Church. Weil die Leute, die das gemacht haben, die sind die, die Seele von den Three Days getragen haben. Und deshalb wird die Seele von den Three Days auch weiter bestehen. Bin ich mir ganz sicher. Das Motorrad soll einfach zeigen, dass es mit der Idee, die mit den Three Days geboren wurden, in Form des Club of New Church weiter besteht. Das heißt, es soll ein Motorrad sein, was den Spirit transportiert. Und der Spirit ist ja ein bisschen klassisch. Ne? Ich meine, nicht umsonst hat es 11 Jahre lang Three Days gegeben und da sind ja auch jede Menge retro-klassische Motorräder gezeigt worden. Wir haben selber so ein Motorrad gebaut wie Three Days 11, die auch klassisch war. Und ich finde, dass das einfach gut passt. Das Entscheidende, was dann die Ausstrahlung Club of New Church ausmachen wird, ist die Lackierung von dem Michael Schön. Also das habe ich mit ihm besprochen, dass er die ganzen Farben, die in dem Plakat angewendet wird, die Schrifttype, die Ausstrahlung, die der Plakat hat, übersetzt auf das Motorrad und damit diesen Club of New Church Charakter schafft.